Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Man sieht ja auf dem Video nicht, wie viele Leute hier sitzen. Mein Name ist Rüdiger Schulz. Ich bin Softwareentwickler und Extension-Entwickler. Und mein Thema heute ist, wie kriegst du ein Joomla 3 Template auf Joomla 4, wenn du musst? Die Ausgangssituation ist so, dass du hast vielleicht schon eine Webseite, die schon seit Jahren läuft, hast ein Joomla 3 Template und der Template-Provider, entweder es gibt ihn nicht mehr oder er macht keine Updates mehr für das Joomla, für dein Template und du musst irgendwas tun. Und der Kunde will wahrscheinlich jetzt nicht zur Migration noch ein komplett neues Layout machen, einen Relaunch. Dann musst du einfach irgendwie dieses Joomla-Template, dieses Dreier rüberkriegen und das möchte ich euch zeigen, wo ihr da in Fallen laufen könnt und wie das zu lösen ist. Also was bin ich, Rüdiger Schulz? Über 60 schon, 45 Jahre Programmiererfahrung in allen möglichen Größenordnungen. Weiß nicht, ob irgendjemand von euch HP 41 kennt, Taschenrechner. Okay, die Älteren unter uns. CV, genau. CV, genau. CVX. Bis hinauf zur IBM 3090. Das sind Großrechner, die diesen Raum hier locker füllen. Und dazwischen jede Menge Größenordnungen. Ich habe nicht genau gezählt, aber es müssten 2 Dutzend Programmiersprachenumgebungen sein, mit denen ich inzwischen gearbeitet habe. Jetzt hauptsächlich noch mit PHP und dem ganzen Umfeld, also CSS, HTML, PHP, MySQL, MariaDB. Ich komme aus Wien, bin allerdings Schweizer und habe 2 Söhne. Das ist auch eine wichtige Information. Einer davon hat jetzt abgeschlossen seine EDV-Techniker-Lehre. Das heißt, der arbeitet auch im IT-Bereich. Ich habe mich 2004 selbstständig gemacht, zum ersten Mal, und habe eine kleine Firma gegründet und mache darin hauptsächlich Softwareentwicklung, aber auch eben ganz normale IT-Betreuung, aber nur wenig. Ja. Mein Hauptprodukt im Joomla-Umfeld ist das JDB Export. Das werde ich heute Nachmittag noch vorstellen. Und was ich euch heute erzähle, kommt eigentlich aus einem Beitrag, den ich fürs Joomla-Magazin letztes Jahr geschrieben habe. Also den gibt es online. Das wird hier ein bisschen mehr als nur eine Übersetzung sein, aber eigentlich ist es genau dieses Thema. Falsch. Ja. Aber machen wir das so. Eben, die Situation ist die, dass der Kunde sagt, ja, wir müssen auf Joomla 4 umsteigen, aber nein, ich will nicht das Template jetzt ändern. Das müssen wir später irgendwann machen. Dafür haben wir jetzt keine Ressourcen. Das heißt, müsst euch überlegen, wie kriege ich das Template rüber? Und ich war in der Situation und habe eine ganze Reihe von Templates so bearbeiten müssen und daraus ist eigentlich die ganze Geschichte hier entstanden. Wichtigstes, das ist völlig klar, das macht man auf einer Testumgebung. Das heißt, erster Schritt ist eine Joomla 4 Testumgebung. Du kannst es auch live machen, wenn du willst. Du wirst es überleben. Du brauchst einfach ein gutes Wochenende, um wirklich sicher zu sein, dass alles funktioniert. Also, ja, du richtest eine Joomla 4 Testseite ein und musst ein bisschen was händisch rüberkopieren. Das heißt, im Wesentlichen kopierst du das Template-Verzeichnis von deiner Joomla 3 Seite rüber in die Joomla 4 Seite. Musst in zwei Datenbanktabellen musst du was ändern, nämlich in der Extensions. In der neuen und in der Templates, in der wie heißt sie? Template Styles.
Das heißt, du nimmst eigentlich den Eintrag aus der Joomla 3 Datenbank und schiebst ihn rüber in die Joomla 4 Datenbank. Das sind zwei Datensätze, die rüber müssen. Einzige Schwierigkeit dabei ist, in der Extensions gibt es ein Feld, das in der Joomla 4 nicht mehr dabei ist. Das ist dieses System Data. Das musst du aus dem Insert, aus dem Datenbank-Insert natürlich rausnehmen. Feld und der Inhalt ist leer. Dann kannst du das reintun, kannst es mit PHP MyAdmin, kannst diese beiden Datensätze in die Joomla 4 Datenbank reinschreiben. Ich bleibe hier echt an der Oberfläche, weil die Details, das ist zu kompliziert, das hier im Detail zu besprechen, aber das könnt ihr sicher. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Eben ja, da musst du es in die Testdatenbank reinschreiben. Dann gehst ins Backend vom Joomla 4 und musst dein altes Template, das jetzt sichtbar sein müsste, musst halt aktivieren. Und das Erste, was passieren wird, also abgesehen davon, dass du dich bereit machen musst, das Erste, was passieren wird, du wirst einen Behavior Framework Not Found Fehler kriegen. Das ist ziemlich sicher. Und da kann ich euch gleich erklären, wie ich das hier angelegt habe. Ich zeige euch die potenziellen Fehlermeldungen, möglichst mit Screenshots, aber ich habe nicht überall Screenshots. Zeige euch, woher es kommt, dass er hier der JHTML Behavior Framework mit oder ohne True. Und die Behebung ist in dem Fall ganz einfach. Das ist einfach auszukommentieren. Das braucht es nicht mehr. Das ist ein Überbleibsel von früher. Einfach auskommentieren. Es sollte keine Wirkung haben auf die Funktionalität des Templates. Hoffen wir mal. Ja. Mehr kannst du nicht tun. Das ist alles sehr, sehr, wie kriege ich es zum Laufen, und da muss ich schauen, was passiert. Ein zweiter Punkt der kann etwas umfangreicher sein. Ist das ein Attribut? Das ist ein Attribut, gell? Das Attribut params gibt es nicht mehr. Du musst das jetzt über eine Methode den Inhalt abfragen. Also überall, wo irgendwas Objekt mit params aufgerufen wird, musst du ersetzen durch irgendwas Klasse getParams Funktion Klammer. Das kommt an relativ vielen Stellen vor, werdet ihr feststellen, aber es ist keine heftige Änderung. Also ich durchsuche da wirklich dann den Source Code vom Template nach diesem Begriff und tue das entsprechend ändern. Was ich mir persönlich angewöhnt habe, ist, wenn ich im Template tatsächlich was ändere, in den PHP-Scripts, hinterlasse ich immer Spuren. Also einen Kommentar, zum Beispiel hier Joomla 4, damit ich im Nachhinein noch nachvollziehen kann, was da passiert ist. Soweit verständlich? Ist jetzt nicht kompliziert, oder? Nein. Die JSite-Klasse ist auch so ein Fall. Die JSite-Klasse gibt es im Joomla 4 auch nicht mehr. Die wäre zu ersetzen durch eine JApplicationSite-Klasse. Alles keine Hexerei bis jetzt. Gell? Es gibt sicher noch viele Sachen, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber ihr wisst schon, wohin das führt. Also das wird ja aufgezeichnet, das heißt, das könnt ihr euch auch als Dokumentation hernehmen. Und ihr könnt auch auf den Beitrag im Joomla-Magazin zurückgreifen. Auch so etwas ist Site oder ist Admin. Bist du darüber schon gestolpert?
auch nicht schwer zu ersetzen. Die neue Funktion heißt einfach isClient und du musst sagen seit oder Administrator. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Ich habe schon Drittextension-Entwickler gesehen, die diese Funktion so auch verwenden, aber was anderes machen. Also da muss man ein bisschen genauer hinschauen, ob es wirklich Joomla die Core-Funktion ist oder eine Framework-Funktion, die dann möglicherweise anders zu behandeln ist. Nur so als Warnung. Eine wirklich elegante Lösung habe ich dafür nicht gefunden. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung. Es gab früher dieses Kategorie Slug, das es jetzt nicht mehr gibt. Bei mir hat es gut funktioniert, indem ich einfach die Kategorie ID als Ersatzwert genommen habe. Was sagst du? Ist das legitim? Ja, sicher. Also man muss sicher genauer hinschauen, was dann passiert. Aber auf die Art kriegst du es wenigstens mal zum Laufen und kannst dann schauen, was passiert. Weil die Fehler sorgen alle dafür, dass das Ding eigentlich nicht funktioniert. Auch so ein Thema, JRequest ist weg im Joomla 4. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass der seit 2012 oder so deprecated ist. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Bei vielen, glaube ich. Ja. Das, was ihr hier seht, das ist das JFactory Get Application Input, ist wirklich einfach textmäßig auszutauschen. Hat die gleiche Wirkung. Möglicherweise habt ihr die Application schon irgendwo geholt, das kann schon sein. Aber auf die Art kann man einfach den JRequest Doppelpunkt, also den statischen Aufruf JRequest, ersetzen durch den JFactory Input. Und noch eins ist, glaube ich, ja, JError. Ihr lacht. Das sind alles Dinge, auf die ich in den Templates gestoßen bin. Und auch nicht schwer, man muss nur beim Text auch, also beim Code ein bisschen aufpassen, wie man die Exception dann wirft. Ich habe hier einfach ein Beispiel genommen. Ich habe hier einfach ein Beispiel genommen mit einem, da fehlt ein Plugin, mit einer Message und habe das einfach 1:1 als Throw Exception in den Code hineingetan. Habe sogar ausprobiert, dann habe die T3 Plugins deinstalliert und die Fehlermeldung ist genauso gekommen, wie es erwartet worden ist. Du gehst schon wieder? Ja. Du könntest den Applaus aufnehmen, weil ich bin nämlich fast fertig. Ja, wenn ihr das auf der Testseite gemacht habt, müsst ihr eigentlich, in Wirklichkeit müsst ihr nur die Sachen, diese Scripts, die ihr tatsächlich angefasst habt, wieder zurück tun auf die Produktionsseite, auf die Joomla 3 Seite. Und dann könnt ihr mal hoffen, dass es funktioniert. Also es sind einige Sachen, die ihr dann nicht mehr lösen müsst, aber ob ihr alles erwischt habt, kann man natürlich nicht garantieren. Aber wenn ihr irgendwas noch sucht oder über irgendwas anderes noch stolpert, dann sagt mir das auch gerne. Ich tue das gerne auch im Magazinbeitrag noch ergänzen als Notiz. Jo. Zurückspielen und sich Zeit nehmen, den Update wirklich durchzuführen. Oder nochmal eine Kopie machen mit allen Daten von der Webseite, das geänderte Template reinspielen und komplett nochmal durchschauen, ob alles funktioniert. Je nachdem, wie kompliziert es ist. Ja,
Sagt, ich brauche keine Dreiviertelstunde. Gibt es Fragen? Ja. Was ist denn jetzt für dich mit der Erfahrung, die du hast, so der Aufwand, wenn es mehr oder weniger rumläuft? Also eine Migration oder das hier? Das Template. Das Template, Zeitplan. Nach dem ersten ein oder zwei hast du die Fehler sehr, sehr schnell ausgebessert. Wenn du schon weißt, ah, das ist das, schau nach. Du kriegst, also wichtig eben auch, wie er drüben gesagt hat, Errors auf Maximum und Debugging einschalten, dann seht ihr auch die Fehlermeldungen. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, weil das letzte im Stack ist nicht unbedingt das, was den Fehler ausgelöst hat. Aber ihr seht sehr schnell, wo eure Template-Scripts sind, die den Fehler ursächlich verursacht haben. So auf dem Niveau nicht so viel Zeit. Ein, zwei Stunden. Also mit Vorbereitung, Testseite anlegen, Template rüber kopieren und so, alles einrichten, vielleicht ein paar Testdaten reinspielen. Drei Stunden vielleicht. Beim zweiten, dritten, vierten geht es dann schon sehr schnell, weil ihr natürlich die Infrastruktur schon habt. Ihr braucht wirklich nur das Template rüber zu kopieren oder wenn es noch Frameworks gibt, die das Template braucht, können die schon auch notwendig sein, dass ihr sie mit rüber kopiert. Das stimmt schon. Also je nachdem, wie es programmiert ist. Aber es ist machbar und ich habe alle meine entsprechenden Joomla 3 Templates, die behalten werden müssen, habe ich so umgestellt und die Webseiten sind nachher unter Joomla 4 gelaufen. Also ich habe jetzt nicht die produktiven Websites umgestellt, das stimmt, aber ich habe Daten rüber kopiert und habe mir das im Detail angeschaut und nachdem ich das alles gemacht habe, habe ich eigentlich keine Probleme mehr festgestellt, was nicht heißt, dass noch irgendwo Probleme sind. Also die echte Joomla 4 Migration habe ich für meine Kunden noch nicht gemacht, weil ich noch auf eine Extension warten muss, die noch nicht fähig ist. Ja. Ist es richtig, wenn ich denke, dass die Logik für die Templates sich eigentlich nicht verändert hat von Joomla 3 auf 4? Also da ist nicht die Logik, die Joomla an Template anwendet, keine Änderung als solches. Ist das richtig? Weil sonst wird das ja nicht funktionieren. Die Frage kann ich dir so nicht beantworten. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Okay, weil das wäre nämlich der Grundsatz, bevor ich mich in diese Arbeit überhaupt reinwerfe, hat es in der Version 4, hat es logische oder funktionelle, grundsätzliche Änderungen gegeben, dass Templates auf Grenzen stoßen. Das sind ja jetzt alles nur Änderungen, wo die Syntax oder wo die Aufrufe geändert wurden. Das ist ja eine Nebensache. Ich habe keine Dealbreaker gefunden. Ja. Aber ich bin auch nur ein kleiner Entwickler. Also ich bin kein Joomla-Spezialist. Ich habe keine gefunden. Die Templates, die ich bearbeitet habe, sind auf diese Weise ins Joomla 4 übertragbar gewesen. Ja. Ja. Die Gefahr ist jetzt, dass man sich die Arbeit macht und bei Update 4.2.10 crasht das System. Das wollte ich noch sagen. Deswegen. Du kannst es machen, es ist ganz sicher keine Langfristlösung. Es ist eher das Szenario, wir müssen jetzt auf J4 migrieren und wollen dabei nicht auch noch einen optischen Relaunch mit einem neuen Template machen. Das ist sicher die elegantere Lösung, wirklich den alten Mist wegzuhauen und neu anzufangen, aber bei meinen Kunden ist die Begeisterung dafür enden wollen. Ja, das ist bei den Kunden. Okay, gut. Sie haben ja nichts davon. Also Sie haben in Wirklichkeit nichts davon. Irgendwann werden sie es müssen. Also du kannst auf die Art einen Schritt machen, und den nächsten ansprechen und den Kunden vorbereiten, dass das auf ihn zukommt.
Aber du bist mal die akute Problematik los. Ja, bitte. Kannst du nochmal erwähnen, im anderen Vortrag war es so, dass Kais hat auf GitHub mit Schumacher, gibt es jetzt schon eine Version von Protostar. Habe ich heute auch gelernt, ja, drüben. Ja. Einfach nochmal wiederholen. Mit dem Mikro. Ja, entschuldige. Der hieß Schumacher. Auf GitHub hat er seine Extension. Also hat er seine genau, der hat das Protostar, Schumacher auf GitHub, hat das Protostar genommen aus Joomla 3 und hat eine Joomla 4 Version davon erstellt. Die ist auf GitHub downloadbar. Ja, richtig. Ja. Und unter Umständen kann man dann auch eben gucken, was der gemacht hat. Ja, ja, wie sieht das alte aus, wie sieht das neue aus, kann daraus noch ein bisschen was lernen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Herzlichen Dank. Cool.